So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses unter Zeitdruck. Nee, Pokémon Go natürlich. Und wir wollen mal wieder einen kleinen Zwischenstand vom Stefan Landei präsentieren. Beziehungsweise von seinem No Gym 2019 Account, den er angelegt hat. Wir haben da ja so eine Spezialaktion gestartet. Beziehungsweise ich supporte das Ganze nur ein bisschen, macht darauf aufmerksam. Und wir haben ja gesagt, wenn er Level 30 erreicht, gibt's ein Update. Wenn er Level 35 erreicht, gibt's ein Update. Und jetzt ist es also, er hat Level 35 erreicht, ohne Team, ohne Münzen, ohne Arenen, ohne alles. Und wir wollen jetzt mal kurz vorbeischauen, wie es da jetzt momentan aussieht. Das finden einige ja trotzdem sehr interessant. Hallo Hardcorer! In den nächsten Tagen erreichen viele von euch mit No Gym 2019 das Level Hyperfreunde. Einige, die schon am letzten C-Day soweit waren, werden schon sauer sein und warten, dass es endlich weitergeht. Sorry dafür. Da es ja keine Arena-Münzen gibt, und auch kein eingezahltes Geld gibt, muss ich mit den wenigen Glückseiern aus den Level-Ups auskommen. Daher würde ich mich weiter über eure Unterstützung freuen und am C-Day zu 15 Uhr ein Ei zünden. Insgesamt stehen Stand jetzt 67 Level-Ups auf Hyper an. Ihr bekommt alle ein Geschenk und dürft dann fleißig auspacken. Natürlich ist es hilfreich, wenn das nicht schon aus Versehen vorher passiert. Liebe Grüße und Happy Grinding, euer Landei Stefan. Denn das ist ganz wichtig, deswegen wollten wir das jetzt auch noch raushauen, vor dem Sonntag, vor dem C-Day, damit eben viele Leute wirklich da mitmachen, das Geschenk eben am C-Day öffnen, denn er kann nur einmalig immer mal ein Ei anmachen und muss dann warten, bis er wieder 5 Level aufgestiegen ist, so gefühlt, kann dann wieder mal ein Ei anmachen und deswegen möchte er das damit verbinden und wir hoffen, dass da viele Leute, die mit ihm befreundet sind, mitmachen, sein Geschenk dann öffnen am C-Day 15 Uhr, dass das fit geht. Er hat uns hier auch gezeigt, also Level 31, wie er aufgestiegen ist, 32, wie er aufgestiegen ist, 33, 34 und 35 hat er natürlich auch erreicht mittlerweile. Da ging es natürlich noch weiter. Er hat mir dann noch einiges geschickt und das wollen wir uns dann mal anschauen. Hat auch immer schön den Text unten gleich dazu zu dem Screen. Das erklärt sich dann also alles von selber. Nach wie vor No Gym. Keine Arena-Orden, kein gar nichts, kein Team und das ist einfach eine krasse Sache. Manche, die spielen schon seit Anfang an, sind jetzt gerade immer mal Level 36 mit allem, was sie so machen und er ohne Team, ohne Raid-Kämpfe, ohne irgendwas, der kann nicht mal eine Raid-Tour machen, einfach jetzt schon Level 35 erreicht und natürlich auch No Coins. Weil der kann sich ja nicht in Arenen setzen, der kriegt dadurch also nichts, er kann sich nichts kaufen, er muss mit dem auskommen wirklich, was er hat. Aktueller Stand, das Doppel-EP-Event hilft, ist nämlich jetzt bei Level 36 sogar schon mit 224.000 Punkten. Hat auch schön sein Pikachu-T-Shirt an, da steht es auch nochmal als Buddy, machen ja einige 19.05. 15 Uhr Glücksei. Dass es eben jeder weiß, der mit ihm befreundet ist. Seine Gesamt-EP belaufen sich jetzt auf 7,7 Millionen. Und er hat am 1.3.2019 angefangen. Er hat auch ein paar Gold- und Silbermedaillen, wie man hier sieht. Das mit Pokémon fangen, Stops drehen oder auch tauschen. Ist das Tauschen? Das sind die. Das müssten die. Ich glaube, das ist die Tauschdistanz, denn da kommen wir nachher noch darauf zurück. Kindwurm C-Day hat die Drachenmedaille auch vorangebracht. Das war früher ziemlich schwer und das war wirklich so, denn früher gab es ja eigentlich nur Dratinis, die man fangen konnte und die waren sehr selten. Mit dem Dratini Community Day hat sich das Ganze ja schon mal geändert oder eben durch Einführung der weiteren Generation und vermehrten Drachen-Pokémon. So, diese Medaille nervt. Besondere Events nutzen, wie zum Beispiel aktuell mit Detektiv Pikachu. Und das vergesse ich auch schon wieder jeden Tag. Ich habe bisher gerade mal 3 Stücke oder so abgeholt. Aber ja, die Farbigel-Medaille, die ist wirklich nervig. Wenn ihr da wirklich, ihr müsstet da 200 Tage am Stück euer Farbigel fangen und Fotos machen. Und wenn das eben 50, 60 Versuche braucht, bis das kommt, dann geben die meisten schon auf. Ich fange es gar nicht erst an. So wirklich, Bronze habe ich, glaube ich, schon durch das letzte Event. Aber weiter habe ich da, ich habe so keinen Bock da drauf, auf Farbigel einfach nur Glück gehabt. Natürlich auch hier hat er sich ein Detektiv Pikachu mit Detektivmütze,
beziehungsweise hat es erst entwickelt und dann getauscht, oder er hat es getauscht und danach entwickelt, aber man sieht ja auch immer in dem Tauschscreen, wie viele WP es dann erreicht, und so weiß er ganz genau, auch ohne Teambewertung, dass das ein 100%iges ist, denn ohne Arenen, ohne Teams, ohne alles, ihr werdet ja so eingeschränkt, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Trotzdem hat er hier noch ein paar Glücks-Pokémon, eben ein Pikachu mit Ash Cap, Goldini, Lapras, Ammonitas, Kanimani, Fluffeluff, Snubbull, Pothos, wollte ich jetzt sagen, Patros aufs Brot. Nee, Potrot natürlich, Pothos ist ein Rapper aus dem NAR, und Funpi, wie auch immer, Isso, Shinux, da Haspiroa, Vonera und Melta natürlich. Da gibt es noch mehr. Ihr seht, bei manchen sind auch die IV mit dran, weil ihr könnt ja ungefähr sehen beim Tauschen auch, wie viel das so hat. Die glitzern so schön, da hat er uns noch ein paar Shinies mitgebracht und gezeigt. Da eben auch ein Shiny Raupi, Radfratz, auch in grün. Dann unten ein Formeo. Auf der nächsten Seite haben wir hier dann nochmal zwei Raupi, zwei Dickda, Meltan ist dabei, auch Kindwurm ist dabei, sein Buddy, den er jetzt hat, das Weimar, mit dem er läuft, ist dabei, Loturzel darf auch nicht fehlen, und nochmal Radfratz und Slimer, vieles natürlich grün, so wie er mit seiner Teamfarbe, weil wenn ihr kein Team habt, sieht das alles so grün aus, mit grüner Schrift. Seine 100%igen, die er momentan hat, hat er uns ja auch gezeigt. Wenn die aus Eiern brüten, schlüpfen, wie die Babys, könnt ihr das ja gut nachvollziehen. Level 20, da gibt es ja auch Listen, mit denen ihr vergleichen könnt. Oder eben aus Feldforschungsaufgaben auf Level 15 könnt ihr das auch vergleichen. Bei dem Griffel, Level 17, hat er mir gesagt, extra dazu, dass das hat er auf dem großen Account gefangen. Das war ein 100er, und dann wusste er ja, wenn er das fängt auf dem anderen, ist das ja auch so. Ab Level 30 sind die IV ja alle gleich. Dann das Vulpix war, glaube ich, auch noch aus einer Forschung, oder? Wild. Und bei dem anderen, auf jeden Fall, hat er das Pikachu natürlich getauscht. Da wurde es also angezeigt. Das ist auch ganz genial. Legendär, auch ohne Raids, denn mit den Feldforschungsdurchbrüchen momentan kann man ja eben auch die Vögel bekommen. Latios, Latias, fehlt ihm dann noch, vielleicht kriegt er die auch noch diesen Monat, eins davon zumindest. Bei den Regis hat er ein paar bekommen, das Regirock fehlt ihm noch, ist aber nicht schlimm, das kommt ja trotzdem alles mit der Zeit. Warum raiden, wenn die auch aus Eiern kommen? Weil jeder rennt rum und macht Shinux-Raids, aber kann er ja nicht machen, aber wie kommt er an das Pokémon? Genau, er brütet es einfach aus und hat es dann so auch im Pokédex. Nette Ladung, er hat ja sogar ein paar 10er Eier gesammelt, um dann wieder richtig reinzuhauen. Brütet er auch gerade noch ein 7er aus. Leider sind die Brüder jetzt fast alle leer, obwohl 12 Stück hat er noch, wo er dreimal reinfeuern kann. Er muss halt immer ganz gucken, wie er das macht und wie er das handelt. Go, go, go. 49,9 Kilometer diese Woche gelaufen. Da fehlt also noch 0,1 Kilometer, also 100 Meter, damit er auch die 50 voll hat für die Belohnungen. Auch richtig gute Sache. Ich glaube, ich habe noch nie die 50 erreicht bisher. Dann noch ein paar Statistiken. Sammler hat er jetzt also 5222 Pokémon gefangen. Dann fast 1 zu 1 hat er 5438 Pokestops gedreht. Er wartet auf Entwicklungsevents, solange sammelt er natürlich Bonbons, damit er die letzten Stufen machen kann, um da auch sicherlich ein Ei reinzuknallen, nochmal EP zu farmen, gleich alles mitzunehmen, wenn ihr doppelte Erfahrungspunkte kriegt, und gerade für die Entwicklungen gibt es ja nochmal extra, also das muss alles richtig gut überlegt sein. Am 9. Mai war er dann also soweit und ist zu Level 36 aufgestiegen, was auch richtig cool ist, insgesamt 1 Million Kilometer Distanz getauscht und das wirklich punktgenau, Punktlandung bei der 1 Million, also das auch eine richtig coole Sache, richtig cooler Screenshot auf jeden Fall. Dann war das hat er mir dann erklärt, also nochmal, wenn ihr das unten seht, die Spanne, ihr seht ja, das 123 ist das geringste, was es haben kann, dann hat es wahrscheinlich nichts. Und bei 155 wäre es ein 100%iges. Jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich nicht irgendwelchen anderen Schwachsinn hier mit reinnehme, der gar nicht dazugehört. Aber genau, das waren nämlich die Screens, die er mir geschickt hat, die da reingehören. Das war's. Vielen Dank für eure Unterstützung und bitte die Geschenke am C-Day um 15 Uhr öffnen. Und das ist das Schlusswort, was wir jetzt hier haben. Also, wenn ihr mit ihm befreundet seid, wenn ihr mit
No Gym 2019 befreundet seid, den in eurer Liste habt und ihr seht, ihr steigt auf, wartet bitte bis zum C-Day, öffnet dann die Geschenke, unterstützt ihn weiterhin auf seinem Weg, Level 40 ohne Raids, ohne Arenen, ohne Coins, ohne irgendwas, ohne reinzucashen. Das ist eine coole Sache, finde ich immer noch richtig genial. Props dafür natürlich. Und ja, dann sind wir gespannt, wie es mit ihm weitergeht, vor allem auch, wie es nach dem C-Day aussieht bei ihm. Und würden sagen, das war's von meiner Seite aus, auch von seiner Seite aus. Wir behalten das Ganze natürlich im Auge und schauen immer mal wieder drauf. Denkt dran, C-Day, 15 Uhr, Eier öffnen und dann schießt er durch die Decke. Vielleicht ist er dann auch schon 37, das werden wir dann sehen. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.